like, subscribe and share. Love nature. Hallihallo, heute möchte ich euch gerne mal die Raupe des Abendfaunauges vorstellen. Die habe ich heute gefunden. Heute ist der 6. August 2019. Ja, und das ist wirklich eine sehr interessante Raupe. Ich muss mal gucken, dass wir das mit dem Licht hier vernünftig hinkriegen. Die sieht wirklich sehr, sehr spannend aus. Ja. Hier sehen wir den Hinterleib mit der Spitze. Oben drauf sieht man auch ganz gut die Zacken. Kleine leichte Zacken. Hier vorne ist der Kopf. Der sieht irgendwie schon aus wie so ein Außerirdischer. Also wirklich spannend. Ja, wie gesagt, die ernähren sich so von Weidenblättern, verschiedenen Weiden. Und die verpuppen sich dann in der Erde relativ tief, dass sie sich da schützen wollen vor Wasser, weil sie meistens in der Nähe von Wasser sich verpuppen. Und die Puppe, die verölt dann so ein bisschen, dass sie so ein bisschen geschützt ist vor dem Wasser. Ist wahrscheinlich dann später irgendwie ein bisschen schwer zu zeigen. Aber ich denke mal, ihr kennt mich ja. Ich werde das natürlich wieder beobachten und versuche das irgendwie an euch weiterzugeben. Ja, schade ist halt nur, dass es leider eine lange Puppenpause gibt, also eine Puppenruhe, die geht dann bis ins nächste Jahr, also werden wir dieses Jahr leider nichts mehr sehen, aber ihr wisst ja Bescheid, dann könnt ihr euch schon mal darauf freuen, dass euch das dann im nächsten Jahr erwartet. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass der Kollege sich ja gleich noch mal ein bisschen bewegt, dass wir uns den noch ein bisschen anschauen können. Da. Hier sieht man mal von vorne. Also wie gesagt, das ist mega spannend irgendwie. So, müsste das von der Farbe her passen. Ja, also er sieht wirklich aus wie so ein Außerirdischer. Ist so gute, ja, ich sag mal so 4, ja so 3,5 cm, vielleicht 4 lang. Das kann ich ja gleich noch mal nachreichen. Am besten hole ich mal einen Zollstock und dann können wir mal gucken, wie groß der Kollege ist. Ja, wie ich schon getippt habe, so ungefähr 3,5 cm. Ja, hier kann man es ganz gut sehen. So, das passt ganz gut. Interessant sind auch die Füße. Also, ich kann mal versuchen, ihn auf die Seite zu drehen, dass man das mal sieht. Hier sieht man das mal ganz gut. Wenn er dann liegen bleibt, wenn sie dann liegen bleibt, die Raupe. Kleiner Blick. Versuchen wir nochmal. So. Sieht man es jetzt? Ah, schon wieder hingedreht. Mist. Da sieht man es. Das sind halt alles so ganz verschiedene Beinpaare. Da. Na, ich will Kollegen jetzt hier auch nicht so unter Stress setzen. Ich versuch's noch einmal. Da sieht man nochmal. Aber das lassen wir mal lieber. Er soll ja nicht mega gestresst sein. Ja, das war's von mir und ja, ihr wisst ja, gibt es Neuigkeiten, werde ich euch informieren. Bis dahin ja, werde ich mich ja erfreuen. Ich werde mich melden, wenn er sich verpuppt hat. Wenn sie sich verpuppt hat. Ja, und ich hoffe, man kann das dann auch sehen.
Ja, wie gesagt, die verpuppen sich an der Erde, also wird schwer. Aber ich werde versuchen, euch das auch irgendwie zu zeigen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Like, subscribe and share. Love nature.